Leute, Crimex hier. Was geht ab, Paul Berger? Herzlich willkommen zurück zu GTA 5 RP. Leute, ihr könnt schon sehen, wir sind hier mal wieder in unserem wunderschönen Zuhause mit unseren wunderschönen Autos. Und unser Leben läuft ja richtig gut. Wir machen YouTube, wir haben unsere Security-Firma und alles ist einfach perfekt aktuell, meine Freunde. Aber wie sieht das eigentlich bei unseren ganzen YouTube-Freunden aus? Bei Amir, bei Russik, bei Stani, bei Timmy, Leute. Wie sieht eigentlich so ein Alltag, so ein normaler Tagesablauf bei den Paul Bergern aus? Und deswegen habe ich mir überlegt, Leute, wir steigen jetzt hier mal schnell in unser Auto ein, in unseren neuen Lambo, den wir uns hier gemacht haben. Und wir werden heute mal bei all unseren Freunden vorbeifahren und uns einfach mal anschauen, was machen die so tagsüber immer? Was arbeiten die? Was machen die in ihrer Freizeit? Was essen die? Wir werden heute uns quasi mal so ein paar YouTuber-Leben anschauen. Lasst dafür natürlich wie immer ein Like und ein Abo da, wenn ihr das Ganze feiert. Und checkt natürlich wie immer gerne meine Adventskalender aus, nur solange der Vorrat reicht, mit einem Spielzeugbausatz, mit eigenen Autogrammkarten und einem Extra-Video, Leute. Let's go! Erster Link in der Videobeschreibung. Und wisst ihr was, Leute? Ich würde einfach mal sagen, wir fangen einfach mal bei Russik an. Ich weiß zum Beispiel, dass Russik bei der Polizei arbeitet und deswegen fahren wir jetzt einfach mal zur Polizei. Let's go. Oh, Leute, hier ist das Polizeipräsidium. Ich bin mal richtig gespannt, Leute, was Russik da so macht. Boah, schau mal, hier ist ein Porsche und ein Ferrari-Polizeiwagen. Und hier ist dieser neue BMW von Russik, den er sich getunt hat, Leute. Das heißt, Russik muss wohl auch hier gerade im Dienst sein. Das ist ja perfekt. Wir parken mal unseren Lambo hier und gehen jetzt hier mal rein. Ich hoffe, der hat überhaupt Zeit jetzt hier für uns. So, einmal hier reingehen. Moin, Russik, was geht? Max, was machst du denn hier? Ich wollte mir heute mal anschauen, was meine ganzen Freunde so immer tagsüber machen. Was geht denn bei euch? Was wollen sie hier? Wir arbeiten halt, ne? Kann ich mir vielleicht mal so einen Arbeitsalltag von euch Polizisten anschauen? Weiß nicht. Also ich geh runter. Ich habe keine Lust auf den Typen. Okay, irgendwie bin ich hier nicht so beliebt bei deinen Polizeikollegen. Ja, eigentlich. Sein? Oh, warte mal, da kommt was rein gerade. Oh, warte mal, hä? Kriegt der jetzt was einen hier Einsatz oder was? Code 6878, wir brauchen unbedingt eine Einheit, die sich schon kümmert. Oh, okay, oh mein Gott, das ist ein Ladendiebstahl. Komm mit, Ladendiebstahl? Oha, wie cool ist das denn? Ey, aber Russig, ich habe gar keine Waffen dabei. Kannst du mir was geben? Im Auto habe ich was. Okay, oh mein Gott, Leute, was? Hier geht's ja direkt voll ab, Leute. Russigs Job als Polizei ist ja voll spannend. Russig, ist das immer so? Kommen hier immer so viele Einsätze rein? Ja, schon. Also Los Santos ist sehr kriminell, ja, ne? Alter, okay, das ist ja richtig cool. Okay, eigentlich ist es nicht cool, dass kriminell ist, aber man hat auf jeden Fall viel Action, sagen wir es mal so. Okay, und wo ist dieser Ladendiebstahl? Hier vorne, Ladendiebstahl befindet sich bei Bolas Tankstelle. Alter, das ist ja richtig cool. Darf ich auch mal was funken, Russik? Ja, kannst du machen, hier. Check, Officer Crimex im Einsatz, check. Oh, Leute, das sind sie. Kollege von Russik. Okay. So, hier ist also... Herr Russik, danach gibt es eine kleine Besprechung hier. Achtung, ohne Ausschwärmen, ganz langsam. Oh mein Gott, ich muss mir noch schnell eine Waffe hier rausholen. Achtung, okay, Leute, wir haben jetzt hier ein bisschen Ausrüstung rausgeholt. Pass auf. Alter, was geht denn hier ab? So, Polizei, Hände hoch. Ey, Mann, langsam, ich habe eine Geisel da hinten drin. Eine Geisel. Da hat jemand eine. Oh mein Gott, da hinten ist Einmal bitte vor die Tür, wir würden gern verhandeln. Mein Kollege ist hinten mit der Geisel drin, dass ihr Bescheid wisst. Ja. Ach du Scheiße. Also, wenn mir irgendwas passiert, dann wird die Geisel abgeknallt. So ein Ding wird das sein. So, entweder macht man hier dieser kleine Hipster für Arme, mal die Waffe runter. Sehr gut. Wir müssen verhandeln, okay. Wenn ich langsam an mein Motorrad darf, dann kriegt ihr die Geisel. Mein Kollege ist bereit. Okay. An welches Motorrad? Wo steht das denn? Ja, es ist hinten. Wissen Sie was? Bringen Sie mir das hier hin. Wo? Russik, ich warte, Russik, mach das nicht. Ich glaube, der will uns trennen, der will uns splitten. Dann kann er noch mich noch als Geisel nehmen. Pax, du hast eine Waffe, pass auf einfach. Mach keine Faxen, Junge. Du willst, dass die Geisel stirbt. Mein Kollege holt jetzt dein Motorrad und du wirst dich hier nicht... Mach mal die Waffe runter! Mach du doch deine Waffe runter! Ich hab ne Geisel drin. Okay, ich sag meinem Kollegen. Nein. Jeremy! Stopp, hier ist dein Motorrad. Okay. Alles ist gut. So, ich steig langsam auf, keiner verfolgt mich. Jetzt könnt ihr die Geisel holen. Okay. Ich weiß nicht, ob das stimmt mit der Geisel, Russik. Max, ich hab alles unter Kontrolle. Okay, wir sichern jetzt hier den. Hier ist niemand drin. Er hat uns nur geprankt, Mann. Ich hab einen Tracker auf ihn gemacht. Okay, perfekt, dann lass uns den Typen holen. Schnell hinterher. So, darf ich fahren? Ich track ihn. Ich sag dir, wohin. Okay, sehr gut. Wo ist er lang gefahren? So, siehst du ihn? Der Tracker geht gerade an. So, nach rechts. Okay, hier hinten, rechts. Nach hinten. Nein, falsch. Welches Richtung? Rechts, hier. Links. In die Richtung. Ja. Okay. Fahr weiter. Nicht zu rechts. Okay. Geradeaus durch. Alter, Leute, zum Glück hat Russik da einen Peilsender dran gemacht. Achtung! Okay, geradeaus. Jetzt wieder rechts. Da ist er.
Okay, ich seh ihn. Der fährt hier bei den Vargos rein. Ey, das ist ein Ganggebiet. Wir müssen aufpassen, wenn wir hier reinfahren. Fahr rein einfach! Oh mein Gott, was macht ihr hier? Was macht ihr hier? So. Bleib stehen, Junge! Okay, komm, wir müssen das Feuer öffnen, Warn mal aus! Oh mein Gott, wir sind in den Hinterhalt geraten! Pass auf, Rustig, das ist der Hinterhalt! Oh mein Gott, jetzt sind wir hier in einem Ganggebiet gelandet. Ach du Heilige. Halt die Deckung! Ja, ich versuch die alle wegzumachen. Oh mein Gott, Leute, hier geht's ja richtig ab bei der Polizei hier. Oh. Zack. Shit, okay. Siehst du, wo er hingefahren ist? Wir müssen uns den Typen schnappen. Ja, ich weiß, wo er ist. Okay, steig ein. Den Peilsender. Der ist nicht vom Motorrad weggegangen. Egal, fahr diese kleinen ganzen Kriminellen. Fahr links hier raus, Dealer. Links jetzt raus. Okay, links, okay. So, aus dem Weg hier. Und nächste wieder links. Okay, komm, wir müssen uns den schnappen. Und jetzt geradeaus. Ja. Jetzt hier rechts, der ist hier irgendwo runtergefahren. Hier rechts runter. Hier rechts, oder was? Er ist irgendwo hier rein. Steckt er sich hier? Ja, da vorne muss er sein. Ja. Fahr hier geradeaus. Okay, du siehst ihn hier also. Gleich. Links, fahr rechts hier den Weg. Okay. Ja, fahr. Er muss hier irgendwo sein. Fahr rechts hier. Wo ist der Typ, Leute? Seht ihr den? Ich glaube, hier rechts im Gebäude befindet er sich. Wir müssen ihn holen. Müssen wir das Gebäude umstellen, oder was? Nein, ich glaube, der ist hier. Das Motorrad ist da. Er ist hier reingegangen. Das ist doch diese verlassene Fabrik. Psst. Oh mein Gott, okay, Russi, wir müssen jetzt richtig aufpassen. Oh! Der hat hier Sprengladung befestigt. Zum Glück hat er die zu früh gezündet. Hände hoch, das Gebäude ist umstellt. Ja! Oh nein. Alter, gut gemacht, Max. Der hat mich fast erwischt. Oh mein Gott. Nein, ich wollte ihn lebend haben, aber dann hätte er dich erwischt, Russig. Ja, ich funk kurz durch. Okay. Check, Code 651 wird aufgehalten, verlassene Fabrik, Koordinaten sind durch. Oh mein Gott. Wir schicken einen jetzt schon rüber. Okay. Check. Ich sichere hier draußen ab, Russig. Alter, Leute, das geht ja so ein Alltag als Polizist ja richtig spannend. So. Oh mein Gott. Ich muss jetzt leider warten, bis die Einheiten alles kommen. Alles gut, Russig. Ich wollte noch bei meinen anderen Freunden vorbeischauen. Was machst du eigentlich immer so, wenn du Feierabend hast nach der Arbeit? Ja, ein bisschen chillen, mal in eine Bar gehen, ein paar Videos schauen und so. Okay, alles gut. Ey, Russig, du wirst ja abgeholt von anderen Polizisten. Nimm das Motorrad. Okay, dann nehme ich mir das Motorrad. Ist eh geklaut. Okay, danke dir. Tschüss, Russig. Ciao, pass auf dich auf. Dankeschön, du auch. Alter, Leute, so ein Alltag bei der Polizei, also so ein Alltag von Russig ist ja richtig spannend, wenn sowas immer passiert. Okay, ich würde sagen, wir machen als nächstes Mal weiter mit Amir. Bei Amir weiß ich zum Beispiel, er hat eine Autowerkstatt im Paletto Bay-Gebiet, ja? Da würde ich sagen, fahren wir mal hin und gucken mal, wie so ein Alltag von Amir aussieht. Let's go, Leute! Oh, Leute, schaut euch das mal an. Hier ist die neue Tuning-Werkstatt von Amir. Das ist ja echt ein Riesengebäude. Das sieht auch richtig schön aus. Ich finde es auch eigentlich ganz gut, dass es ein bisschen außerhalb der Stadt ist, Leute, weil da hat er hier vorne richtig schön viel Platz, um Autos zu parken. So, wir gucken mal, ob der überhaupt zu Hause ist. So, hallo, ist da jemand? Oh, guck mal, das Tor öffnet sich. So, wir fahren hier mal rein. Amir, hallo. Amir, wo bist du? Ach, da hinten ist er. Amir, was geht? Warte. Was überlegt der denn da die ganze Zeit? Amir. Ach Mann, ja, was geht, Marc? Sorry. Was geht? Ich wollte mal bei dir vorbeischauen. Ja, was geht? Ja, Digga, mein Kopf auf Zerbrechen. Egal wie ich das Ding tune, mein Kunde ist nicht zufrieden. Okay. Du, weißt du was? Ich mache heute mal einen Tag, wo ich all meine Freunde besuche und mal so überlege immer, was die so machen den ganzen Tag über. Und bei dir ist wahrscheinlich nur ein normaler Alltag, dass du hier Autos tunen gehst in deiner Werkstatt. Autos tunen, dann zu meinem Autohaus bringen, verkaufen, dann später YouTube-Videos aufnehmen. Autohaus hast du auch. Ja, ich bin jetzt zugelegt. Ach, krass, okay. Expandieren. Okay. Kann ich vielleicht mal so einen Tag bei dir heute mitarbeiten? Weißt du was? Guck mal, ich hab's eh aufgegeben. Vielleicht kriegst du das Auto ja hin, irgendwie, dass der Kunde das mag. Okay, ich mach weiter bis an dem Formel-1-Auto, wofür ich Formel 1 okay, hier alles gut, Amir. Jo. Alter, Leute, voll cool. Amir lässt uns hier das Auto tunen von einem Kunden, dass er uns den anvertraut. Auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und er hat gesagt, der Kunde ist immer nicht zufrieden damit gewesen mit dem Tuning. Vielleicht müssen wir hier mal was ganz anderes probieren. Vielleicht irgendwie mal so ein bisschen frischen Wind reinbringen. Wisst ihr was, Leute? Wir fangen jetzt mal an, diesen Pagani Huayra zu tunen, Leute. Auf jeden Fall krasses Hypercar. Kostet irgendwie 4 Millionen, das Ding. Wir fangen den jetzt mal an zu tunen. Vielleicht ist der Kunde ja dann zufrieden. Okay, dann gehen wir mal hier zu den Paints, Leute. Also zu den Farben erstmal. Wir schauen mal. Okay, man kann hier weiß natürlich, schwarz, blau. Ich nehme aber mal an, dass Amir schon diese ganzen Farben wahrscheinlich alle auch schon mal genommen hat, Leute. Vielleicht muss man wirklich mal was komplett anderes machen. Oh, das Gelb sieht aber auch gut aus. Was denn hier die Sekundärfarbe? Natürlich, dass der Kunde... Oh, und das ist die Sekundärfarbe. Vielleicht müssen wir wirklich mal was ganz anderes probieren. Wisst ihr was, Leute? Ich nehme mal hier so ein Orange. Und dann machen wir mal als Hauptfarbe, ich will jetzt mal wirklich was ganz anderes probieren. Wir nehmen, oh, jetzt habe ich hier die Zweitfarbe schon wieder geändert, das wollte ich doch gar nicht. So, wir nehmen nämlich hier nochmal wieder das Orange. So, und als Hauptfarbe
So habe ich nämlich auch mal so einen Lambo gesehen, Leute. Der sah voll gut aus. Da hatte der nämlich als Hauptfarbe irgendwie hier so ein Olivgrün oder sowas. So ein Militärgrün mit orangener Zweitfarbe. Das sah irgendwie voll gut aus, Leute. Vielleicht will der Kunde ja auch mal sowas haben. Nicht immer nur die gleichen Farben. So, wir gucken mal, wo ist hier diese... Ja, das geht hier schon langsam in die... Oh, hier so ein Beige, auch irgendwie cool. Wo sind denn hier diese ganzen grünen Töne? Wo sind denn hier diese grünen Farben? Hier, Olivgrün, sowas hier, Meergrün, Renngrün, Dunkelgrün. Vielleicht hier dieses Olivgrün, aber das eigentlich... Ja, doch, das ist schon mal gar nicht so schlecht. Meergrün. Ich bin noch nicht so ganz zufrieden damit. Vielleicht auch eine Mattfarbe, Freunde. Vielleicht muss man manchmal auch so eine Mattfarbe machen. Das könnte auch krass aussehen. Oh ja, Leute, genau sowas hier so. Hier, dieses Waldgrün, Blattgrün. Ja, oh ja, Leute, wisst ihr was? Das machen wir, dieses Grün. Und dann müssen wir natürlich aber das Orange auch in matt machen. Oh, Leute, also ich muss sagen, ich finde das richtig cool. Das ist wirklich mal was anderes hier. Und dann würde ich sagen, sind wir mit dem Tuning fertig. Ich würde den mal ganz gerne noch vorfahren, damit man den richtig mit Farben und so mal sieht, Leute. Weil hier ist ja ein bisschen dunkel in der Ecke. Oh mein Gott, das ist sogar ein LED-Auto. Der kostet bestimmt 10 Millionen oder so. LED-Pagani ist das. Alter, ich bin mal gespannt, wie Amir den findet. So, oh, da kommt auch jemand. So, warte mal. Amir, ich bin fertig mit dem Tuning und da kommt ein Kunde rein. Oh, bestimmt der Kunde für das Auto, ey. Ich sag dir, es ist so anstrengend, Max. Das glaube ich. Guck mal, wie findest du, wie ich den getunt habe? Ich wollte mal was anderes probieren. Nice. Hallo, Sir. Ja, servus, ist mein Pagani jetzt endlich fertig, oder was? Ja, was sagen Sie dazu? Ist das, Naja. Guck, also. Starten Sie den Wagen doch erstmal. Gucken Sie mal hier mit der LED-Farben. Oh. Wow. Ja. Gefällt er Ihnen? Der hat echt Ziel, ja? Oh. Haben Sie ausnahmsweise mal gut gemacht, ne? Oh, nice, Amir. Ich glaube, der ist zufrieden. Ja, den würde ich so nehmen. Ja, okay, ja gut, dann... Perfekt. Gut. Dann einmal wie besprochen, ja, genau. Ja. So. Tschüss. Ja, bitte schön. Danke Ihnen. Boah, Max, Alter, wie hast du den zufrieden gemacht? Ey, keine Ahnung, Amir. Ich dachte mir einfach, ich probiere mal was anderes. Ich dachte mir, du hast bestimmt schon mal diese ganzen knalligen Farben versucht. Vielleicht wollte der irgendwie sowas... alles. Ich habe den gefragt, soll ich matt? Nee, ich will was Außergewöhnliches haben. Ja, manche Leute, keine Ahnung. Aber egal. Danke dir, Max. Gerne doch. Ey, freut mich, dass ich dir helfen konnte. Ja, weißt du was? Ich habe so viel dran verdient. Komm, du kannst ein Formel-1-Auto haben. Was? Alter, danke dir. Korrekt, Mann. Du wüsstest, wie viel der Typ der gezahlt hat, Junge. Okay, das freut mich doch. Ey, aber Armin, weißt du was? Ich fahre dann mal weiter zu den anderen, weil ich will mir heute von jedem mal den Tag anschauen. Viel Spaß dir. Tschüss. Oh, Leute, nice. Also ihr seht, Amir ist hier immer jeden Tag in seiner Tuning-Werkstatt und tunt Autos und verkauft die dann wieder, ja? Rustig war bei der Polizei. Ich würde sagen, als nächstes fahren wir mal weiter. Zu wem könnte es auch noch interessant sein? Wisst ihr, was mich auch interessiert? Wir fahren mal weiter zu Timmy. Was macht der eigentlich so, wenn er nicht gerade bei iCramic Security arbeitet, Leute? Let's go. Okay, Leute, hier sind wir bei Timmys Haus angekommen. Oh, da steht auch schon sein krasser Lambo, den er sich gezogen hat, Leute. Der gehört auf jeden Fall zu meiner Familie, ja. Irgendwie haben wir, glaube ich, den gleichen Autogeschmack. Auf jeden Fall sehr, sehr schönes Auto, den er hier hat. Dieser GT, wie heißt der? Dieser Super Trofeo ist das, glaube ich. Dieses Racecar von Lambo. Hier eine LED-Variante. Also auf jeden Fall krasses Auto, was Timmy hat. Aber wir gehen jetzt hier mal rein. Schlüssel habe ich natürlich auch für sein Haus. Ey, Timmy, was geht? Ey, Max, na? Alles klar bei dir? Ja, auf jeden Fall. Und bei dir? Oh, was machst du denn hier? Ich dachte, ich muss gleich zur Cramic Security gehen. Alles gut. Oh, Leute, Timmy immer stabil am Arbeiten. Ja, sehr gut. Aber heute hat iCramic Security gar nicht geöffnet. Hast du meine Nachricht nicht gesehen oder was? Oh, ich habe noch gar nicht aufs Handy geschaut, Max. Aber ist nicht schlimm. Was steht heute an? Ja, du, ich wollte mir heute mal anschauen, was meine ganzen Freunde so machen immer den ganzen Tag über. Ich war schon bei Rustig und Amir. Was machst du denn so den ganzen Tag, Timmy? Naja, eigentlich muss ich viel immer wegen Felix machen, mein kleiner Sohn, weil der hat immer Stress in der Schule. Das muss ich eigentlich gleich machen, wenn du willst. Okay. Kannst du mitgehen? Ja, gerne. Aber zeig mir doch mal dein Haus. Ich habe, glaube ich, noch nie dein Haus gesehen, wie du wohnst hier. Du warst noch nie hier. Alter, was hast du denn für ein Gaming-Zimmer hier? Klar, das für die ganzen Videos hier, weißt du? Hier bearbeite ich die Videos, lad die hoch auf YouTube und so. Du machst ja auch GTA-Videos, stimmt. Leute, checkt auf jeden Fall auch mal Timmy aus. Bei ihm bin ich auch sehr oft zu sehen auf dem Kanal. Link in der Videobeschreibung. So, okay. Oh, ey, also ich muss sagen, dein Zimmer ist auch richtig schön hier. Schön hell, clean. Ja, ich finde auch, das Highlight von dem Ganzen ist eigentlich auch das Bad hier. Da musst du mal reingehen. Das gefällt mir richtig gut, ja. Okay. Geh mal rein. Oha, hä, mit pinkem Licht hier. Mit LEDs, ja, das ist richtig cool. Alter, nice. Ey, aber ist dir mal aufgefallen, hier unten ist rosa oder pinkes LED, was deine Lieblingsfarbe ist, und oben blau. Krass, wirklich? Von mir, ja.
Oh, stimmt. Das ist hier voll unsere Lieblingsfamilie. Ey, auch schön ist. Ey, cool. Also das, ich würde sagen, dein Haus ist klein, aber fein. Ne? Eine Garage hast du da noch. Wie ist hier noch der Garten? Noch ein Balkon. Balkon schauen wir uns auch mal noch an. Aber auch trotzdem voll schön zentral hier in der Stadt, ja? Ist gut. Das stimmt, damit fehlt echt ein Pool, weißt du, so wie bei dir. Oh, na, das wäre cool. Irgendwann finden wir vielleicht mal noch ein größeres Haus für dich, ja? Bist ja noch nicht so lange. Das stimmt, das stimmt. Aber easy. Okay, du meintest, du musst irgendwie Felix von der Schule abholen, oder was? Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, aber ich muss mit den Lehrern noch reden, der hat irgendwie wieder Stress da, weißt du? Ach, okay. Amen. Komm, dann fahren wir mal mit deinem Auto jetzt hier. Okay. Oh, Leute, guckt euch hier mal diese LED-Farben hier, diese Regenbogen-LEDs an. Der Wagen sieht schon wirklich sehr, sehr schön aus hier von Timmy. Timmy, ich muss sagen, du hast echt ein schönes Auto dir hier gezogen. Ja, danke. Ich habe mich auch ein bisschen an dir inspirieren lassen mit dem Lamborghini, weil ich fand den richtig cool, weißt du, so Lambo-Gang. Normal Lambo-Gang, Junge. Okay, Freunde, wir fahren jetzt auf jeden Fall mal mit Timmy zur Schule, wo auch Paul Berger ist. Da war ich ja auch schon oft genug. Paul Berger macht da auch immer Stress, weil sein Sohn macht da wohl irgendwie auch immer Probleme und jetzt muss er noch mit einem Lehrer reden. Ich bin ja mal gespannt, Leute. Wir gehen jetzt auf jeden Fall mal mit dem dahin, let's go. Ach, hier ist ja Paul Berger auch auf der Schule, ja? Wegen dem war ich hier auch schon oft genug, wegen dem Paul Berger. Ja, das sind immer die kleinen Kinder, aber egal, wir werden das schon klären, beziehungsweise ich werde einfach kurz mit dem Lehrer sprechen. Aber was hat der denn jetzt diesmal wieder gemacht, der Felix? Ja, der geht immer gar nicht zur Schule, weißt du? Der spielt die ganze Zeit Fortnite, trinkt Cola und so, das ist voll der kleine Racker. Okay, das geht nicht, das geht nicht. Nee. So, okay, dann gehen wir mal. Ich geh mal zum Rektorzimmer, ja? Okay, alles gut, ich lass dich das mal regeln, ich warte mal vor der Tür hier, ja? Oh, Leute, bei dem Direktor war ich ja auch schon ein paar Mal wegen Paul Berger. Den hatten wir doch sogar auch mal entführt, aber weil der so frech zu Paul Berger war. So, wir hören mal, was da drin abgeht, Leute. Das interessiert mich jetzt mal. So geht das nicht. Nein, nein, nein. Fortnite im Unterricht, das ist verboten. Das gibt einen Eintrag. Dann noch einmal und dann ist der vorbei. Der fliegt von der Schule. Boah, der will den von der Schule werfen. Der soll man nicht übertreiben. Nein, das ist noch einmal. Junge. Wissen Sie, ich werde dem Fortnite-Verbot geben. Ich werde auch den Account vielleicht einfach zurücksetzen. Da hat er gar keine Lust mehr, Fortnite. Ey, wenn er den jetzt runterwerfen will, dann gehe ich da aber rein, ey. Alter, es gibt keine Widerrede. Der fliegt von der Schule. Reicht jetzt langsam mit diesem Felix, und dieser ganze Timmy-Familie. So, diese Herr Direktor. Was wollen Sie denn jetzt von mir? So, Sie kennen mich ja wohl noch, ja? Natürlich kenne ich Sie, auch mit dem kleinen Bruder von Ihnen. Nur Probleme haben Sie, ey. So, Junge. Oh mein Gott, Mann. Ja, hast du davon. Keine Sorge, Timmy. Ich hab den schon mal entführt mit Paul Berger auch, weil der den auch entführen, runterwerfen wollte. So, Rektor, kannst du mich noch hören, hä? Ja, ich höre sie. Oh Mann, das war doch nicht nötig. Du hörst mir jetzt mal zu, Alter. So, du lässt den Sohn von Timmy in Ruhe, sonst müssen wir dich mal wieder mitnehmen, okay? Ich glaube, der hat eine 1, oder? Ja, habe ich auch gehört, dass der eine 1 im Zeugnis hat. Hey, Max, das war ja richtig korrekt von dir. Ach, danke, nicht dafür. War doch nicht nötig, ey. Weißt du was denn mit der Direktor? Der hat was gegen YouTuber, deswegen ist er so streng zu unseren Ja, das meinte der auch gerade eben, ey. Ich glaube, der ist einfach nur neidisch oder so, weißt du? Ja, glaube ich auch. Dass auch harte Arbeit ist, ey. Aber egal, komm. Hauptsache, der hat jetzt eine 1, der Paul Berger. So, ey, das war echt krass von dir, Max. Hätte ich nicht gedacht. Gerne doch. Ey, Timmy, darf ich mir vielleicht dein Auto ausleihen? Klar, alles gut. Ich kann mir ein Taxi bestellen, Max. Ja, super, vielen Dank, weil ich wollte noch bei Stani einmal vorbeifahren und gucken, was der so immer tagsüber macht. Grüß Stani, easy. Wir sehen uns morgen wieder bei der Arbeit. Nicht zu spät kommen. Alles tschüss. Klar. Nö. So, sehr gut, Leute. Let's go. Jetzt haben wir mal gesehen, was Timmy so macht. Entweder der arbeitet bei Acramic Security oder der kümmert sich um seinen Sohn. Ich würde sagen, wir fahren jetzt mal noch bei Stani vorbei. Das interessiert mich auch, was der immer so macht, Leute. Let's go. Oh, Leute, das Ding ist ja, Stani hat sich hier eine neue Werkstatt geholt und hier ist er ja auch schon. Ey, Stani, was geht? Ey, was hast du denn da für ein Babyauto, Alter? Ey, was ist das für eine Farbe, Max? Das ist der Wagen von Timmy, den hat er mir ausgeliehen heute. Ach, ist das dein Ernst oder was? Ey, der ist doch aber voll gut. So ein LED-Lambo ist doch krass. Also, Bro, ja, das Auto ist schon gut, aber ich finde, das passt nicht zu dir. Aber Stani, warte mal. Du hast doch gar keine Ahnung von Tuning, sag mal. Alles gut. So. Ich habe dich ja jetzt hier perfekt getroffen. Das Ding ist nämlich, ich wollte mir heute mal anschauen, was meine ganzen YouTube-Freunde alle so machen den ganzen Tag über. Ja, ey, keine Fotos hier, ey, Leute. Ey, hallo, keine Fotos. Max, du musst gucken, dass du keine Fotos machst. Das ist ein limitierter BMW, Alter. Das ist hier so ein Secret-Auto, was du hier hast, oder was? Ja, den bin ich gerade im Auftunen, Bro. Da will ich jetzt gleich einen neuen Motor noch einbauen und alles drum und dran. Das ist hier geisteskrank. Aber Bro, du hast ja hier wieder eine richtig krasse neue Werkstatt gezogen. Ja, soll ich dir vielleicht mal ein paar Autos zeigen? Ja, zeig mal gerne, was du hier... Ja, vielleicht kaufe ich noch was, ja? Ich sag mal so, ich hab wirklich ein paar Exklusive hier, natürlich AMG... Alter! Ey, Alter, lass Stani in Ruhe, Junge! Alter, was denn hier los? Du wirst zusammengeknüppelt, Junge. Alter, Stani, ist das hier immer so bei dir, dass hier Leute Stress machen? Hey, Bro, das war jetzt zum ersten Mal, seitdem du da bist. Ganz komisch, Alter.
Ich kenne die so Leute, das sind Grove Streetler. Du bist ja hier auch mitten in der Stadt, ey. Das sind ja, aber Bro, denkst du, die kommen jetzt wieder her, oder nicht, was? Dass die hier, oder? Schutzgeld oder so von dir wollen. Nein, nein, nein. Aber, oh mein Gott, was hast du denn für krasse Rainbow- und LED-Autos hier? Ja, ja, da, Bro, sieht man ja gar nichts mehr, da kriegt man ja Augenschmerzen. Hier Rainbow. Guck mal hier, das Auto hier, was sagst du hier? Centenario, hä? Oh, boah, Alter. Junge, Bro, was ist hier mit RGB? Oh mein Gott, dieser Breitbau. Das ist was Neues. Ey, der ist doch schon wieder, ey. Hallo. Hör das mal, Max. Hör das mal. Hast du einen Termin hier? Wer bist du denn, du Praktikant? Mach mal Feierabend, du. Ich bin hier der Security von dem Laden. Ach ja, guck mal hier, nein, Security. Crime Security, sagt Schei, Crime. Ein Crime Security passt jetzt hier auf den Laden auf, Junge. Alter, hä? Ich glaube, ich muss hier mal wieder vorbeikommen. Das ist ja hier. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass du nur den Schmutz hier anziehst. Was soll das denn? Hey, okay, dann gehe ich wieder, wenn du denkst, dass es. Nein, nein, nein. Ich finde das sehr cool, dass du hier bist, aber irgendwie gerade nur Probleme. Ja, Bro, weißt du was? Das spricht sich rum, dass du hier so krasse Autos hast. Du hast nicht eine Security. Ist doch normal, dass die Leute. Ey, aber nicht, dass. Willst du mir jetzt hier vielleicht deine Security aufzwängen? Nein, ey. Und hast du die Leute etwa bezahlt? Nein, ey, Bro, mir ist das doch egal, Alter. Ich, weißt du was? Okay. Weißt du was? Ich schick Timmy vorbei. Der macht hier kostenlos. Timmy, ja, okay. Der macht ja, das hier ja kostenlos, passt hier auf den Laden auf. Das ist mein Mitarbeiter. Ja, jedenfalls, Bro, da habe ich hier noch ein, sag ich mal, ein bisschen was Spezielleres hier hinten. Das ist so ein gepanzerter Wagen, Bro. Ich weiß nicht, ob wie viel kostet der? Der sieht ja übelst cool aus. Ja, komm mal, steig mal ein, Bro, steig mal ein. Alter, oh mein Gott, mit LED-Fail, hä? Bro, der kostet halt 15 Millionen, der ist halt cool gepanzert. 15 Millionen? Ja, ja, aber Bro, den gibt's halt nur einmal. Bro, ich sag dir, ich habe auch noch keinen Viertürer, das ist ja ein Panzer hier, das Ding. Bro, warte mal, was... Ey, Leute, findet ihr, wir sollten den Wagen hier kaufen? Das ist ja sogar schon mein Lieblingsfarbe. Ey, da macht ja schon wieder jemand Stress. Ja, guck mal, Bro, Bro, das juckt dich, Max, das juckt dich. Alter, das ist ja wirklich ein perfektes Panzerauto, damit kannst du ja wirklich einfach jeden umfahren. Bro, und hör mal hier den Sound. Alter, warum knallt der denn so da hinten? Bro, das ist Dings, das ist alles Full-Tuning, Bro. Auspuff-Tuning, alles. Oh. Ey, sei das ehrlich, du hast den mit Absicht schon in meiner Lieblingsfarbe gemacht. Ja, Bro, ich dachte, das wäre vielleicht ein Auto für dich. Oh. Ja, dann lass mich mal eine Probefahrt damit machen. Bro, da kannst du... Wow. Oh, der fährt ja wirklich über alles drüber. Dann lass mich mal kurz eine Probefahrt damit machen. Ja, okay, halt, kannst du gerne mal eine Probefahrt machen hier. Alter, der geht ja echt übel ab, der Wagen. Leute, ich sag echt, der gefällt mir. Schreibt mal in die Kommentare, sollen wir den kaufen? Für einen Viertürer. Für Panzer, alles rum und dran, da bist du safe, weißt du? Viertürer haben wir noch nicht. Und dann noch mit LED hier. Oh mein Gott, der Sound. Ja, Bro, der Sound ist krass. Aber Leute, hört mal hin, man kann auch noch ein bisschen was auftunen, alles rum und dran. Oh mein Gott, der fährt ja jetzt schon 300 km/h hier. Das Auto ist geisteskrank, ich sag dir ehrlich, damit kann dir niemand mehr was. Der ist wirklich richtig schön. Ich würde sogar sagen, dass er gegen Touran seinen Tulus Chancen hätte. Oh, Alter. Weißt du was, Stani? Ich hab Bock auf das Auto, aber mach mal ein bisschen Bruderpreis. Lass mal verhandeln. Mach mal ein bisschen Bruderpreis. Ich sag dir Real Talk, ich hab 13 Millionen für den bezahlt. Also ich könnte dir Einkaufspreis geben. Das war Auktion gewesen. Bro, ist der Einzige in der Stadt, der so ein Auto hat. Alter, okay, weißt du was? 13 Millionen Einkaufspreis geben ohne Gewinn, kann dann ich weiterverkaufen. Lass uns so machen. Du gibst mir den zum EK und dafür stelle ich dir meinen Security-Mitarbeiter kostenlos hin. Okay, so machen wir das. So machen wir das. Geil, Deal, Mann. Deal. Geil. Dankeschön. Alter, geil. Glückwunsch zu deinem neuen Auto. Dankeschön. Ich muss echt mal wieder öfter bei dir vorbeischauen, ey. Sehr nice. Ey, der passt ja wirklich perfekt in meine Sammlung rein mit der Farbe direkt. Hier muss ich gar nichts mehr machen hier. Sehr gut. Aber Leute, ich würde sagen, das soll es gewesen sein. Wir haben heute mal bei all unseren Freunden vorbeigeschaut, haben sogar noch ein Auto gekauft. Wie findet ihr den Wagen, Leute? Schreibt es mal in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, bis dahin, haut da rein, Leute. Euer Crimex.